Du wolltest mir die ganze Zeit noch was sagen. Ach, das meinst du, das war nicht so wichtig. Schade. Ich dachte, wir könnten inzwischen offener miteinander reden. Hallo. Ich bin der Andi. Und du bist? Meinst du, kann ich sie wieder haben? Was? Meine Hand. Ich bin übrigens Helena. Und ich bin Andi, hi. Du warst in Kolumbien? Dann ist die Serviette von dir. Serviette? Ja, die Zeichnung mit der Statue drauf. Die habe ich im No Limits gefunden. Ach so, ja, diese Kritzelei. Habe ich mal in St. Augustin gesehen. Circa 200 vor Christus. Vermutlich in der Nähe der Quelle des Rio Magdalena. Stimmt, genau. Muss ich das verstehen? Insider unter sich, glaube ich. Ich bin übrigens Rebecca. Freut mich. Ich habe auch mal so eine Tour durch die Anden gemacht. Die Natur da, die Bäume, das war echt traumhaft schön. Da waren so alte Siedlungen. Oder zumindest die Reste davon. Ja, erzähl mal, was hast du in Kolumbien gemacht? So wie du dich anhörst, könnte man ja fast denken, du wärst Archäologin. Merkt man das, ja? Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Ich finde sowas super spannend. Erzähl mal mehr davon. Was willst du wissen? Solltest du nicht auch lieber zu Wasser übergehen? Was war das denn jetzt? Du wirst doch nicht jetzt einfach noch anfangen, mich zu erziehen, oder? Nein, natürlich nicht. Ehrlich gesagt, ich kann das immer noch nicht so richtig fassen. Mutter. Danke übrigens, dass du gerade nichts gesagt hast. Wir müssen zusammenhalten. Wir gehören doch zusammen. Anfängerglück. Andi, darf ich dir meine Schwester Lydia vorstellen? Ah, hi. Hallo. Von dir habe ich heute schon gehört, als sie bei euch war. Dann bist du der Stefan, richtig? Nicht ganz. Sebastian. Oh, hi. Lydias Mann? Und mein Bruder. Bis ich das alles drauf habe. Hey, da bist du ja endlich. Ja. Und? Sind Stella und Carla noch pünktlich weggekommen? Ja, ich habe selber nicht mehr dran geglaubt. Ah, das ist doch mein. Was ist das? Alter! Was gibt's Neues? Komm her! Hey! Das erzähl du mir mal. Seit wann bist denn du. Ich meine, seit wann seid ihr beide denn? Du hast echt gar nichts mitgekriegt, hä?
Du meinst, du bist jetzt richtig cool? Sieht so aus. Hättest dich ja mal öfter melden können, treulose Tomate. Kannst du Justus sagen, er soll das Zeug in die Gäste-Suite bringen? Ja, ich werde es ihm ausrichten. Es wird eh nicht lange dauern, denn er kann die ganzen Sachen wieder herbringen. Ich weiß nicht, wieso. Glaubst du wirklich, ich gebe mich so leicht geschlagen, nur weil du gerade ganz dicker mit deiner Tante Maria bist? Ich fürchte, dir wird nichts anderes übrig bleiben. Es wird nicht lange dauern und ich wohne wieder in dieser Suite. Darauf kannst du Gift nehmen. Und Maria ist recht. Ja, ja. Beruhig dich, Tanja. Wir sehen uns. Justus, Sie sind es. Verzeihen Sie, Gräfin. Ich hörte ein Geräusch und wollte einmal nach dem Rechten sehen. Es ist alles in Ordnung. Ich bin's nur. Kann ich noch etwas für Sie tun, bevor ich mich zurückziehe? Nein, danke. Schlafen Sie gut. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Nacht. Du willst es einfach nicht verstehen, richtig? Ich kann einfach nicht verstehen, dass du dieser Irren auf den Leim gehst. Was soll eigentlich diese total beknackte Mutter-Sohn-Nummer? Du weißt, dass du ihr nicht trauen kannst. Ja, aber dir kann ich trauen, richtig? Ich lass mir von deiner Möchtegern-Mutti nicht alles kaputt machen. Du kannst nicht immer zur Stelle sein, wenn Maria mal wieder was passiert. Und ich glaube, im Augenblick hat sie eine Pechsträhne. Du wirst die Finger von Maria lassen. Jetzt kriege ich aber Angst. Ja, besser wär's. Und wie war die Party? Ach, ganz okay. Und hat Rebecca ihren Traumprinzen gefunden? Wie? Na, der groß angekündigte Rückkehrer. Hat sich ihre Vorfreude auf ihn gelohnt? Keine Ahnung, da fragst du sie am besten selbst. Und wie war dein Abend so? Gemütlich, vielleicht ein bisschen langweilig. Aber jetzt bist du ja da. Erzähl mal von dem groß angekündigten Rückkehrer. Ach, was soll ich sagen? Dieser Andi scheint ganz nett zu sein. In Südamerika. Mit dem Motorrad und so. Dann habt ihr bestimmt einen prima Smalltalk gehabt. Ach, eher Small als Talk. Und wie muss ich mir denn vorstellen? So ein richtig fetter Biker mit Lederweste und Stahlhelm? Wenn es dich so interessiert, dann komm das nächste Mal auch einfach mit. So, und jetzt muss ich schlafen. Hey. Oh Mann, du bist so ungemütlich. Wegen. Das werde ich erst, wenn ich nicht mal schlafen kann. Die köpfen wir noch. Ganz bestimmt nicht. Und jetzt raus hier. Aber nur unter Protest. Gute Nacht. Nacht. Ich brauche die Gäste-Suite. Aber
jetzt gleich? Ja. Was denken Sie denn? Ja, wie Sie wünschen. Und zwar heute noch. Ich habe nicht vor, in der Eingangshalle zu schlafen. Nein, natürlich nicht. Ich kümmere mich sofort um die Suite. So schlechte Laune. Ist das ein Wunder bei dem Personal? Dagegen lässt sich was machen. Der soll helfen. Er kann sogar wahre Wunder bewirken. Es kommt natürlich ganz darauf an, in welcher Gesellschaft du ihn trinkst. Und wie du weißt, bei mir bist du in den besten Händen. Bescheidenheit ist nicht gerade so deine Stärke, was? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Auf den Champagner. Wohl eher darauf, wie du meine Laune aufhellen willst. Geschichten aus der Kindheit oder lustige Streifen aus der Schulzeit. Wenn du darauf bestehst. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass dich ganz andere Dinge interessieren. Du glaubst zu wissen, was mich interessiert? Bezweifelst du das etwa? Cheers. Cheers. Ich glaube, ich komme auf den Geschmack. Was machst du denn noch hier? Ich konnte nicht schlafen. Der Vollmond. Fallen ja viele Namen für Tanja ein, aber Vollmond? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe sie wohl unterschätzt. Tja, Tanja läuft gerade zur Höchstform auf. Aber keine Angst, sie wird ihm nichts tun. Mir glauben, wenn ich könnte, würde ich sie sofort vom Schloss werfen. Du würdest es nicht aushalten, wenn sie Hannes mitnimmt. Ja, nicht nur das. Ich fürchte, sie würde bei der erstbesten Gelegenheit rausposaunen, dass du nicht Francesca bist. Man muss sie doch irgendwie bremsen können. Ja. Oder eben auch nicht. Du weißt doch, wenn bei dem Auto die Bremsen versagen, dann kann es schon mal von der Fahrbahn abkommen und gegen einen Baum knallen. Womit es dann aber auch gestoppt ist. Und sogar ziemlich endgültig. Sind doch normal in alten Gemäuern. Nein. Nein, da ist doch irgendjemand. Hey, Kleine. Was macht ihr beiden denn hier? Ich konnte nicht schlafen und war auf der Suche nach einem kleinen Schlummertrunk. Natürlich. Und ausgerechnet Tanja bietet dir einen Drink an. Ehrlich gesagt habe ich deinen Bruder nur gefragt, ob er auch findet, dass der Champagner korkt. Aber wie zu erwarten, hat er natürlich überhaupt keine Ahnung. Ja. Und jetzt wollen wir die gute Tanja nicht mehr länger mit unserer Anwesenheit belästigen. Gute Nacht. Hast du noch Lust, ein bisschen zu quatschen? Sorry, heute nicht mehr. Ich hole mir noch einen Tee und dann verziehe ich mich auf mein Zimmer. Na gut, dann gehe ich schon mal hoch. Süße Träume. Ist noch was?
Pass auf bei der. Keine Ahnung, was du meinst. Tanja, die ist nicht ohne. Kommst du mit, Mama? Ich kann leider nicht, mein Schatz. Doof. Ich weiß, aber wenn du vom Spaziergang mit Leonie zurück bist, dann gehen wir beide in den Park, ja? Und wenn du ganz lieb bist, dann bringe ich dir was mit. Ein Feuerwehrhelm. Ja, vielleicht. Ich hab dich lieb. Na komm, ich setz dir mal das Auto runter. Dann mal los, du kleiner Räuber. Tschüss. Es geht einfach nicht. Ich kann meinem Sohn nicht die Mutter nehmen. Ich will nicht, dass es ihm so geht wie mir. Du hast recht. Aber wir können sie auch nicht so weitermachen lassen. Ja. Wir müssen uns eben was einfallen lassen, das weniger endgültig ist. Du warst viel zu kurz hier. Ja, ist leider nicht zu ändern. Außerdem, Judith vermisse ich wirklich schon. Muss Liebe schön sein. Gib ihr einen ganz lieben Gruß von mir. Natürlich. Und wir kommen euch so bald wie möglich besuchen. Nur zu, ich hoffe, das sind nicht immer leere Versprechungen. Sieh an, unsere liebste Francesca entwickelt sich ja noch zur Übermutter. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ah, hallo und tschüss. Ciao. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Na, gestern noch gut ins Bett gekommen? Wieso? Spricht irgendwas dagegen? Was weiß ich? Kann ja sein, dass dir eine böse Hexe einen Schrecken eingejagt hat. So böse kann keine Hexe sein, dass ich Angst bekomme. Da bin ich ja beruhigt. Das solltest du auch sein. Die Croissants ausgegangen? Nee, ich hatte schon einen frühen Termin in der Stadt. Ja, ging wohl länger bei euch gestern. Sagen wir eher heute. Wow. Scheint ja ein ziemlicher Erfolg gewesen zu sein, eure Überraschungsparty. Mhm. Also, ich kenne diesen Andi ja nicht wirklich, aber ich glaube, er hat sich echt gefreut. Das will ich ihm auch geraten haben. Schließlich hat er sich über 2 Jahre nicht mehr hier blicken lassen. Was ausgefressen? Auf der Flucht oder so? Nee. Das Einzige, vor dem er auf der Flucht gewesen sein könnte, war sein Ruf. Sein Ruf? Ja, es gibt da hier die ein oder andere in Düsseldorf, die ihn für einen ziemlichen Aufreißer hält. Ach, echt? Ja, aber das sagen nur Leute, die ihn nicht gut kennen. Im Grunde genommen ist Andi total sensibel. Und der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Ja, das glaube ich. Ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Und dabei kennst du ihn erst seit gestern. Alles okay bei dir? Hm? Total lecker, der Milchkaffee. Was für eine Unverschämtheit. Nun beruhige dich doch endlich. Na was denn, dieser Schmorzer ist kaum hier angekommen und entblödet sich nicht, was mit Tanja anzufangen. Wir wissen nur noch gar nicht, ob das wirklich der Fall ist. Jetzt komm schon, ich kenn doch Tanja. Außerdem hast du doch gesehen, wie die beiden sich angeschaut haben, oder nicht? Kann es sein, dass du eifersüchtig bist? Eifersüchtig ist doch lächerlich. Auf dieses Würstchen? Und was genau ist dann dein Problem? Mich stört, dass sie der Meinung ist, dass sie sich hier alles rausnehmen kann. Jetzt stell dir doch mal vor, Hannes kriegt mit, wie die beiden übereinander herfallen. Ehrlich gesagt, um Hannes mache ich mir die wenigsten Sorgen. Tanja wird bestimmt sehr diskret sein. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Tristan könnte uns im Wege sein.
Im Wege? Bei dem Plan, den ich habe. Du hast doch nicht etwa einen Plan, wie wir diese Giftspritze mundtot machen können, oder? Manchmal muss man Feuer eben mit Feuer bekämpfen. Was hilft beim Schlangenbiss? Ein Gegengift? Exakt. Stimmt so. Oh, danke. Hey, die Archäologin. Helena. Hi. Hi. Geht's? Danke, geht schon. Anni und ich haben uns überlegt, dass wir heute Abend mal richtig feiern gehen. Nichts dagegen? Wow, seid ihr echt nicht tot zu kriegen. Das wäre auch noch schöner. Ja, habt ihr schon Pläne, wo es hingehen soll? Nee, so weit waren wir noch nicht. Ist ja auch eigentlich völlig egal, wo es hingeht. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, mit euch loszuziehen. Es wird ein richtig geiler Männerabend, glaube ich. Bin dabei. Vor allem, das Beste ist, von euch beiden kommt mir keiner in die Quere, wenn es ums Flirten geht. Habe ich mehr Chancen bei den Frauen. Ich kapier's immer noch nicht, dass ihr beide ein Paar seid. Für das zweite Frühstück ist es leider zu spät. Das Buffet wurde gerade abgeräumt. Hallo, geht's noch? Jetzt hör mir mal gut zu, du kleiner Schmarotzer. Du lässt die Finger von Tanja, ist es klar? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn du auch nur im Entferntesten daran denkst, sie anzufassen, wirst du ihr deines Lebens nicht mehr froh. Sag mal, kann es sein, dass du unter Verfolgungswahn leidest? Ich meine, deine Frau... Jetzt erspar mir den Scheiß. Denkst du, ich bin blind? Natürlich nicht. Aber was immer du zu sehen glaubst, nennt man meiner Meinung nach Höflichkeit. Dann sei unhöflich. Geh aus dem Weg, am besten du ignorierst sie ganz. Hast du das kapiert? Wenn du es so sagst, ist das wenig missverständlich. Ich wollte doch mit Hannes nur spazieren gehen. Wir werden den Schlossgarten auch nicht verlassen. Kannst du einfach mal aufhören, die Großmutter zu spielen, ja? Warum soll sie denn nicht auf Hannes aufpassen? Der Kleine mag sie doch. Hannes hat seine festen Bezugspersonen. Mich, das Kindermädchen und leider auch dich. Verstehe, und da tut es seiner Seele natürlich nicht gut, wenn noch jemand anders auf ihn aufpasst, richtig? Das ist Schwachsinn, Tanja. Das ist meine Erziehungsrichtlinie, ob es dir passt oder nicht. Ja, natürlich, als liebende Mutter würdest du natürlich am liebsten ein Glashaus um den Kleinen bauen. Stimmt's? Ist etwas der Kleine total verweichlicht? Lass nur. Ich möchte wirklich nicht, dass ihr euch meinetwegen ja kriegt. Geht doch. Außerdem, wieso sollte sich Hannes an eine falsche Oma gewöhnen, die bald wieder verschwindet? Auf deinen Abschied von Königsbrunn, meine Liebste.